So, Servus, klicken wir gleich los. Heute möchte ich mal wieder mit der Cessna 414 fliegen. Ihr habt jetzt schon vor ein paar Tagen mal ein bisschen unter die Lupe genommen und ich möchte jetzt alles wieder vergessen. Und zwar habe ich vor zum Starter, hoppla, hier in Toronto, ich habe mir schon einen Parkplatz ausgesucht. Die Gegend kenne ich eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin schon mal drüber geflogen oder so. Ich nehme hier den kleineren Flughafen von Toronto. Anstelle von dem der große, der muss nicht sein. Ja. Vielleicht lernt ihn nachher da, ich weiß es nicht. Ich starte auf jeden Fall mal hier und dann gucken wir die Gegend an. Das ist eine riesige Stadt. Ich glaube, wenn ich mich noch daran erinnern kann, ich glaube, dass da ein bisschen gerugelt hat. Ja. Vielleicht sollte ich den größeren Ding dann nehmen. Wie groß ist denn der da? 7000, obwohl es das reicht. Das müsste reichen zum Starter. Dann geht's einfach mal los. So. Ich glaube, ich lasse es nur ein bisschen so stehen, bis sich der Flughafen aufgebaut hat. Das ruckelt nur ein bisschen. Die Sonne sieht ein bisschen komisch aus. Bisschen, was ist die Sonne? Das Wetter sieht ein bisschen aus, wie wenn das Smog wäre. Ja. Die Uhrzeit ist sich abends. Ich weiß jetzt nicht, wie lange da die Sonne noch scheinen wird. So, ich glaube, jetzt kann man reingehen. Jetzt gleich. Also, mal gucken, ob man alles hinbringt. Das machen wir weg, das machen wir weg. Dann hier. Batterien. Feststellbremse ist gesetzt. Dann machen wir gleich an die Eis weg, dann geht es nicht klar aus. Dann machen wir auch gleich die Generatoren an und Avionik machen wir an. Dann machen wir das hier an. Dann Beacon-Licht hat es, glaube ich, keins. Machen wir NAV an. Okay. Soweit, so gut. Dann Full Selector. Moment, das geht glaube ich so. Genau. Dann machen wir das hier an. Und gucken wir mal schon mit den Lichtern, dass das Grüne da gefällt mir nicht so. Das ist. Sind es nur. Achso, das ist Heizung hier. Okay, dann haben wir mal das grüne Licht da. Das hat gar nichts damit zu tun, was ich gerade gemacht habe. Okay, dann richtig hinsetzen. Dann machen wir mal geschwind das hier. Alles weg, ist alles weg. Co-Pilot darf mitfliegen. Jawohl, da ist sie. Dann. Wind ist okay. Personen. Mal, wie es ist mit dem Gewicht.
Dann gehen wir mal schön durch mit dem ein bisschen hoch. Bin jetzt schon drüber. Kann das sein? Okay. Out of range, das kann es ja wohl nicht sein. Nehmen wir die zwei hier hinter weg. Okay, jetzt bin ich innerhalb. Mal gucken, wie es da hinten aussieht. Okay. Dann nehmen wir das hier. Den Rundgang machen wir mal nicht. Okay. So, dann starten wir den Motor. Dort Umdrehungen machen wir ungefähr. So, ich glaube, dann können wir starten. Machen wir mit IATC. Ground Martin Romeo Juliet 66 request taxi for takeoff, departing straight out. Martin Romeo Juliet 66 taxi to an hold short of runway 08 using taxiway Alpha Bravo Echo. Contact tower on 119.2 when ready. Taxiing hold short runway 08 using taxiway Alpha Bravo Echo Martin Romeo Juliet 66. So, heute bin ich nicht ganz so gesprächig. Ich konzentriere mich da jetzt gerade ein bisschen auf die Karte oben. Und aber ich glaube, ich werde ein bisschen ausholen.
wollte es nicht gleich hier starten. Ich fahre ein bisschen rechts rüber und hole ein bisschen Anlauf. So, dann gehen wir mit dem Tower verbinden und die Startfreigabe. City Tower Martin Romeo Juliet 66 ready at runway 08, departing straight out. Martin Romeo Juliet 66 wind 110 at 7. Straight out departure approved. Cleared for takeoff runway 08. Cleared for takeoff runway 08 Martin Romeo Juliet 66. Ich hole noch ein bisschen aus. Das ist ein cooles Bild. Schön gerade ne, zum Stellen. Ja. So. Ein bisschen runter. Ein bisschen mehr Gas, dann gehen wir so raus. So, das Bild ist sogar schön, war er. Ich hab's gerade angeguckt. Ist dahinter noch eine Wendeplatte oder hört's da auf? Aufzeichnen. Skydeutel läuft. Dann das hier können wir wieder machen. Dann sehen wir, wie weit meine Hebel sind. Ja, das lässt sich ein bisschen schlecht ablesen. Und das Flaps lässt sich schlecht ablesen. Motor ist so laut. Ja, der ist sehr laut. Rotate. Gear ab. Ich habe vergessen, die Landelichter zum Schalten und die Strobes. Das habe ich jetzt gerade nachgeholt. Also Landelichter nicht, aber Strobe. Wenn ich eingeschalte. Dann gehen wir wieder zurück mit der Drehzahl und auch mit Money Foot Pressure. Und dann auch ein bisschen abmagern.
irgendwie stark aus die Gegend. Ich bin sprachlos. Mit dem Drehzahl und mit dem Manifoldbrecher. So. Das sieht unrealistisch aus, aber schön. Sieht hier so aus wie so ein Sandsturm von der Sahara, aber das ist ja in Amerika drüber, da. So weit wie der Sahara mit dem Netz drüber. Ich habe, glaube ich, noch nie einen gehabt. Schön finde ich das. Also ich habe schon viele schöne Gegenden gesehen im Flugsimulator, aber das macht mich ein Stück weit sprachlos.
sehe ich jetzt kein Wetterpreset, ja, das ist Live-Wetter. Es war ziemlich windig, mit 28 Knoten und so, aber was ist da für komische Türme? Also wenn ich jetzt dem Wetterradar Glauben schenken darf, dann ist es besser, ich fliege da nicht rein. Da sind die Wolken ja nur dichter. Und dann sieht man auch nichts, wenn ich es auch nicht mehr schäme. Jetzt gucken wir mal, wo wir landen können. CZBA Charlie Zulu Bravo Alpha. Nee, hat nix. Hat jetzt zwei gleiche Frequenzen beim ILS. Das habe ich eigentlich gar nicht gern. Weil meistens eine von beiden nicht genau geht. Wie ist denn das weg? CYHM. Moment, das könnte ein bisschen nach oben trimmen.
12 habe ich ILS und auf den habe ich nur Localizer. Da steht es genau drin. Ist ja klasse. Wo der Wind herkommt. 202, das ist mit 38 Knoten. Ach du Schande. Okay. Okay, dann nehmen wir die 12er. Martin Romeo Juliet 6618 miles northeast 2300 feet inbound to land runway 110.9. So, ich habe jetzt Autopilot auf NAV gestellt. Und auf. Da bin ich eigentlich viel zu hoch. Gehen wir runter. Erstmal auf Alt. Speed. Dann gehen wir runter auf 1500. Auf 2000 gehen wir runter. Ein bisschen weniger Gas. Runtergehe.
Zimmer. Hey, hey, hey. Ich bin gespannt, ob ich da so reinkomme. Der Wind ist heftig. Schalter und dann sehe ich nämlich, wenn der Localizer rüberkommt. Das gibt eine anstrengende Landung. Ich meine, gut, kurz über dem Boden ist der Wind nicht mehr so stark wie in der Luft, aber ich bin nur 2000 Fuß oben. Also ich mache schon mal Flaps 1. Fast. Fast im rechten Winkel. Das ist der rechte Winkel. So, ich hole jetzt ein bisschen aus mit dem Heading. Ich hier das NDB und komme dann so rein. Wie ich sehe, nämlich auch hier schon, dass ich schon fast auf Denkhöhe bin. Auf Localizer, auf Gleitpfadhöhe. Ich muss ein bisschen Abstand holen, Abstand nehmen. Ist ungefähr auf 9 Uhr auf der Denkseite. Irgendwo da drüber ist der Flugplatz. Hier wahrscheinlich. Das da könnte sein. Ach du Scheiße, da gibt es. Das wird lustig, ja. Ich muss noch ein bisschen Auge ausholen. Abstand zur Landebahn. Ein bisschen mehr Gas. Schwenken wir rüber.
Nightscope kommt schon in Sichtweite, hier schon. Das Gelbe da. Da ist die Landebahn. Also wenn ich jetzt zu nah rüberfliegt, dann erwische ich den Localizer nicht vor dem Gleitslob, das ist kacke. Auf Nachdruck, Flapstufe 2 und Gear Down und Approach. Hamilton traffic, Martin Romeo Juliet 66 is on final runway 12 to land. Okay. Wir haben ganz schöne Vorhaltewinkel. Ich glaube, ich schalte nicht in Full Flaps. Das traue ich mir nicht. Sonst erwischt mich der Wind. Eiskalt. Genau, her kommt rechts der Winkel wahrscheinlich. Naja. Jetzt wird's Angst. Autopilot aus. Das war eine ganz, ganz bescheidene Landung. Ich glaube, ich habe mein you know what they say. Flugzeug geschrottet. Landing is a landing you can walk away from. Ja. Ach du Schande. Ich habe nicht bedacht, dass ich natürlich mit einem Flaps Stufe weniger auch schneller anfliegen muss. Eieiei. Ich glaube, mein Flugzeug muss in der Werkstatt. Hamilton traffic, Martin Romeo Juliet 66 is clear of the runway. Das war keine schöne Landung. Taxi dich dann. Und
blende ich da aus. Ah, Bremse geht gut. Ich muss jetzt schön gucken, jetzt ist hier eine Landebahn. Dass hier nichts reinfliegt. Okay. Flaps ab. Was mich wundert, ist, dass der große Flugplatz jetzt hier keinen Tower hat, wo mich irgendwo hinleitet. Ja. Sehr unrealistisch. Bestell ich im Park irgendwo an der Werkstatt. Eieiei. Was habe ich denn noch Wind? Jetzt geht's eigentlich noch. Das wird halt ganz schön zerbröselt auf der Landebahn. Darüber. Das sieht aus wie ein Parkplatz. Und okay, ich muss links und dann wieder rechts. Das sind dann so Situationen, wo ich mir dann überlegen muss, tue ich so ein Video überhaupt hochladen. Meine, auf der einen Seite ist es ja peinlich, wenn ich so gelandet bin, auf der anderen Seite. Das ist mein Tagebuch und wenn es passiert ist, dann kann ich das nicht weglügen. Lüger, ja. Ich werde das natürlich auch hochladen. Ja. Halt ein bisschen jetzt hier, dann machen wir den Radar aus. Das Wetterradar. Das wird man ja ausmachen, sobald man gelandet ist. Das da drüber verlichtet. Was ist denn das? Geh nachher mal hin drin. Geh gleich hin drin. Sieht gespensterhaft aus, oder? Hier ist meine Werkstatt, jawohl. Hier ist meine Werkstatt. Ich glaube, ich darf mein Fahrwerk mal überprüfen lassen. Ich vermute, obwohl Licht brennt noch. Ach du Schande. So. Eieiei. Dann gucken wir uns mal das Replay an von der Landung. Ich hoffe, wir müssen nicht im Boden schämen.
So, da wären wir wieder. Ja. Feststellbremse. Batterie aus. Cut auf links. Cut auf rechts. Benzinhahn zu. Alle Lichter aus. Propeller runter. So, dann machen wir hier den Magnetos zurück und Sicherheitsbügel rüber. Batterie und Generatoren aus. Hier haben wir alles. Und hast du wieder Farbe im Gesicht? Halt, meine Taschenlampe können wir ausmachen. Eieiei. Der hat sie automatisch eingestellt. Na? Jetzt. Jetzt ist sie aus. Gehen wir da mal noch rüber, was das für Lichter sind da drüber. Was das ist. Okay. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Also tschüss, bis zum nächsten Mal und sage jetzt weiter, wie die Landung ausgesehen hat.